Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. It's the Englishman. Diese Woche John Lennon und Imagine. Heißt übersetzt, stell dir vor. John Lennon war ein Träumer. Einen seiner schönsten Träume hat er zum Welthit gemacht. Imagine there's no heaven. Stell dir vor, es gäbe keinen Himmel. Es ist ganz leicht, versuch's doch einfach mal. Und stell dir vor, es gäbe auch keine Hölle. Unter uns und über uns nichts als Luft. John Lennon will damit sagen, denk nicht daran, was sein könnte. Denk einfach an das Hier und Jetzt. Weiter. Stell dir vor, es gäbe keine Länder. Das ist gar nicht so schwer. Nichts, wofür man morden oder sterben müsste. Und es gäbe auch keine Religionen. Stell dir vor, alle Menschen könnten in Frieden leben. Das ist eine schöne Vorstellung. Alle Menschen auf der Erde leben in Frieden zusammen und sind füreinander da. Ich denke, die Mehrheit der Menschen wünscht sich genau das. Aber die, die sowas aussprechen und sich dafür einsetzen, werden oft als Träume oder Spinne hingestellt. John Lennon war das egal. Ja, du könntest jetzt sagen, ich bin ein Träumer, aber ich bin nicht der Einzige. Ich hoffe, du wirst dich uns eines Tages anschließen und die Welt wird eins sein. John Lennon ist schon längst tot, aber sein Traum lebt weiter. Imagine gibt es für euch in der Radio SAW Mediathek zum Anhören rund um die Uhr auf radiosaw.de. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.